häufig, oh mein Gott, heute wird so ein nicer Tag, denn heute ist der erste Tag unseres Zirkuses, zumindest hier an dem Standort. Das ist unser riesiges, großes Zelt und da werden wir heute Abend um Punkt 18 Uhr unsere erste Vorführung haben. Wie gesagt, wir wechseln immer den Standort, das heißt, wir sind an mehreren Orten und können da natürlich auch unser Publikum so ein bisschen besser erreichen. Und heute um 18 Uhr ist die Premiere und es muss noch viel gemacht werden. Ja. Also wir haben natürlich unsere Künstler, unsere Zirkuskünstler und wir sind natürlich die Zirkusdirektorin. Das bedeutet, wir machen das Programm, wir haben einen niceen Anzug an. Ja. Und ich bin gespannt und hoffe, dass heute ein paar kommen. Bei der Premiere ist es immer so ein bisschen, manchmal kommen sehr viele, manchmal kommen sehr wenige, aber auch wenn nur eine Person kommt, muss die Show natürlich stimmen. Ja. Und wir haben heute sogar einen neuen Künstler dabei. Ich bin so gespannt. Wir haben jemanden, der sich aus einer Kanone rausschießt. Das ist komplett neu. Ich bin so gespannt, wie das Publikum da reagieren wird. Und ja, es muss auf jeden Fall noch einiges gemacht werden. Vor allem von unserer Seite. Wir müssen erstmal einen Plan machen, wer wann auftritt. Stimmt. Ich wollte noch ein paar Luftballons vielleicht hin platzieren. Und wir müssen nochmal mit den einzelnen Künstlern reden, ob alles funktioniert, ob die was brauchen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal hier hinten an. Ich habe hier schon den Magier gesehen. Aber wir fangen mal hier beim grünen Haus an. Das ist nämlich unser Zirkusclown. Und hallo, hallo. Oh. Eieiei, heute ist die Premiere, richtig? Ja. Hast du schon was vorbereitet? Bist du gut? Brauchst du irgendwas? Wir wollen hier den Plan machen, wer wann drankommt. Also wenn es das gibt, sag uns ruhig Bescheid. Ob ich was vorbereitet habe, das ist eine gute Frage. Ja, aber das solltest du schon wissen, weil heute Abend wollen die Leute schon ein neues Programm sehen, würde ich sagen. Ich denke schon, aber vielleicht sollte ich alles nochmal proben. Ja, wäre wichtig. Ich meine, du wirst dafür bezahlt und wir wollen natürlich, dass heute Abend alles stimmig ist, auch wenn das erste Mal an einem neuen Ort nie perfekt ist, sollten wir gucken, dass wir alles geben. Ja. Seht ihr meine Fische? Das sind Clownfische. Ah, cool. Was ist mit den Fischen? Gibt's da irgendwas? Das sind Clownsfische. Ja, das sehen wir. Aber was machst du mit denen? Versteht ihr? Clownsfische? Ist das dein neues Programm? Ich hoffe nicht. Ich hoffe auch nicht. Was ist das? Humor muss man halt haben. Nicht jeder wächst mit ihm auf. Bis heute Abend steht was. Ich glaube, er hat noch gar nichts. Ich bin ganz ehrlich. Er hat nur die Fische. Aber das ist doch kein Joke, oder? Das ist doch kein Witz. Man kann doch nicht einfach sagen, ja, das ist ein... Ach, egal. Okay, ich hoffe, hier sieht's besser aus. Das ist unser Magier. Hallihallöchen. Hallo. Dreimal schwarzer Kater, verdammt. Ich war gerade mitten in einem Akt. Gar kein Problem. Du kannst gleich nochmal weiter üben. Wir wollten wegen dem Programm gucken. Bist du gut vorbereitet? Gibt's irgendwas? Brauchst du Hilfe oder sowas? Ich mach die Nummer hier schon seit Jahren. Selbstverständlich wird alles klappen. Okay, also unser Magier hat so verschiedene Sachen, die er immer wieder wiederholt. Mal wird er unsichtbar, mal geht er jemanden aus dem Publikum verzaubern. Ich glaube, der hat da schon, ja, da am meisten Erfahrung. Ich glaube, das wird nice. Ich bin ja Profi sozusagen. Ach ja, wisst ihr schon, wer anfängt? Nö. Oh. Wir haben noch keinen. Also, wir müssen den Plan noch aufstellen. Steht noch, wer anfängt und wer aufhört sozusagen. Ach, ich frag nur so, der Anfang ist immer so aufregend. Ich glaube, er will anfangen. Ich glaube auch. Okay, also wir können ja mal ausschreiben, dass du anfangen willst. Ja, das wird bestimmt nice. Und dann haben wir hier natürlich auch noch unsere Akrobatin. Die ist gerade aber nicht da. Ganz kurz, hast du Betty gesehen? Vielleicht irgendwie? Betty wollte sich, glaube ich, das neue Zelt anschauen oder so. Ah, vielleicht ist sie drin, ne? Wir haben das kleine Band schon aufgebaut. Da geht sie meistens so drüber balancieren. Wir haben auch noch so ein paar andere Sachen. Aber da ist sie gerade nicht. Nee. Ist sie oben vielleicht? Das könnte es sein. Haben wir schon Drepping gemacht? Ja, wir haben Leitern. Ich glaube, ich habe sie gesehen. Ah, doch, da ist sie, Betty. Hallo. Hey, na? Ich bin gerade am Schauen, wie ich meinen Auftritt noch cooler gestalten könnte. Oh, nice. Ja, wir müssen gucken, dass heute alles gut klappt. Wir sind gerade am Programmplan und wollten gucken, ob alle gut vorbereitet sind. Vielleicht seile ich mich von hier oben ab. Das wäre cool. Wir haben immer mal so ein paar Gadgets dabei. Du könntest entweder hier oben starten, also natürlich hier bei dem Gespannten, oder sie könnte einfach so runterbloppen. Wäre auch heftig. Stimmt.
dich. Das wäre auch cool. Ich glaube, da kannst du dir bestimmt was Nices einfallen lassen. Ich brauche auf jeden Fall ganz viele Trampoline. Das wird heute einfach nur mega. Okay, ja, Trampoline haben wir in unserer Kiste natürlich. Hier, da gucken wir dann, dass wir, wenn sie drankommt, natürlich auch, welche zur Verfügung hat. Und zu guter Letzt haben wir jetzt jemanden neuen. Ich bin so gespannt, wie der jetzt drauf ist. Der Kanonenmann. Und der sieht auch noch ein bisschen normal aus. Hey, alles gut? Katha und Epic, richtig? Wir sind die Zirkusdirektoren. Ja. Und du bist der Neue. Herzlich willkommen. Schön, euch mal wieder zu sehen. Ich bin dezent aufgeregt. Das wird schon. Du hast ja schon Kanonen. Vielleicht baust du auch noch die ein oder andere. Das bekommst du hin schon, oder? Bislang war ich nur einmal in so einer Kanone. Das kann ja auch alles doof enden. Oh, das schaffst du schon. Das schaffst du. Jeder Anfang ist schwer, aber das wird mit einem großen und guten Knall bestimmt enden. Aber hey, ich brauchte einen Job und jetzt habe ich einen. Ja, genau. Haben wir eigentlich ein Loch im Zelt? Nein, aber meistens, also wir hatten schon jemanden, der mit einer Kanone sich rausgeschossen hat, aber der ist nie wirklich weit geflogen. Das stimmt. Wir haben jetzt kein Loch, aber wir könnten eins machen, wenn du möchtest. Naja, wird schon. Ich schaue es mir gleich nochmal an. Oh je, okay, Epic, ich würde sagen, wir fangen auf jeden Fall mit dem Programm mal an. Als Anfang würde ich den Magier hinsetzen. Ja, das ist eine gute Idee. Okay, wir fangen mit dem Magier an. Wollen wir dann den Clown machen? Vielleicht so als Dämpfer? Ich glaube, wir sollten immer was Actionreiches dazwischen machen. Ah, okay, dann würde ich sagen, machen wir die Akrobatin hin, okay? Ja. Wir haben die Akrobatin, dann als drittes den Clown und am Ende so das große Finale. Mit dem Kanonenschuss. Der Kanonenschuss. Ich schreibe einfach mal nur die Kanone hin. Ja. Okay, dann gehen wir noch ein bisschen schmücken. Und ich kann mir dann... Ah, du hast die Ballons? Ja, guck mal, ich kann dir mal die Hälfte geben. Wir haben nicht so viele, glaube ich. Nee, wir haben nur 6 Stück. Ja. Dankeschön. Ich mache vorne im Eingangsbereich einige hin und vielleicht sind drin auch noch welche. Ja, guck mal, ich kann hier eins hin machen und auf der anderen Seite. Und dann haben wir so ein bisschen zumindest was geschmückt. Und Epic, es ist gleich soweit. 18 Uhr steht gleich die Tür. Okay, wir haben uns hier alle versammelt. Die ersten Gäste sind schon eingetrudelt. Okay, das wird was, ja. Ich lese euch jetzt ganz kurz das Programm vor. Wir fangen mit dem Magier an. Das hat er sich so gewünscht. Danach kommt unsere Akrobatin. Danach kommt unser Clown. Und zu guter Letzt dein großer Auftritt mit der Kanone. Wenn ihr irgendwelche Hilfe braucht, dann sagt uns Bescheid für die Akrobatin. Wenn wir natürlich auch ein paar Trampoline dann hinstellen. Wir sind ja da und wenn irgendwas heute schief geht, dann lernen wir nur draus. Okay, das wird nice. Die Show wird bestimmt super. Wir bekommen das hin. Wir werden euch auf jeden Fall ankündigen und dann kommt ihr raus und macht eure Show. Ich bin super stolz auf euch und wir werden das rocken. Okay, Epic, ich würde sagen, wir gehen rein in 3, 2, 1 und Hallihallöchen! Und schau mal, wie viele Gäste hier schon da sind. Hallo! Okay, wir sind auch nochmal 3. Erstmal Hallöchen, Hallihallo, herzlich willkommen zu unserem Zirkus. Zum ersten Mal hier an dem Standort. Wir wünschen euch einen wunderschönen Abend mit ganz viel Spaß. Heute werden euch ganze 4 Künstler begegnen, mit uns natürlich auch als Direktorin. Und wir hoffen, dass ihr Spaß habt. Wenn ihr Fragen habt oder sonstiges, lasst es uns wissen. Hier wird natürlich auch keinem wehgetan oder sonstiges, also ihr müsst keine Angst um euer Leben haben. Und ich würde sagen, Epic, wir beginnen direkt mit unserem ersten Gast. Ja. Und zwar ist das der Magier. Das bedeutet, unsere Mikrofone müssen natürlich hier weg. Und wir begrüßen hier zusammen unseren Magier. Und ein großer Trommelwirbel. Hallo, unser Magier. Okay, wir werden natürlich hier das Ganze auch noch ein bisschen moderieren. Epic, bist du bereit für die magische Show von unserem Magier? Das wird bestimmt richtig cool. Natürlich wird er hier euch erstmal alle begrüßen und wir schauen uns an, was er heute hier vorhat. Tränke, Magie, Zauberstäbe und was ist denn hier los? Oh, ich hoffe er... Ups, war das das Falsche? Hat er direkt was falsch gemacht? Was hat er denn für einen Trank genommen? Ich weiß es nicht.
Was nimmt der jetzt für einen Trank? Sprungkraft! Wer kann denn so gut springen? Spring, spring, spring! Oh, vielleicht kann er ja den ein oder anderen Gast hier vielleicht verzaubern. Das stimmt! Und was hat er denn jetzt hier für einen Trank? Oh, ich weiß es gar nicht. Ich bin mir auch jetzt nicht ganz sicher. Das sind komische Tränke. Na gut, ich würde sagen, wir übernehmen ein wenig die Moderation. Wir haben hier bestimmt einen, sehr interessanten... Ich bin unsichtbar! Ich bin Teil der Show! Schaut der mich an! Unsichtbar gemacht. Guck, Epic, wie ich aussehe! Du bist ein laufender Anzug! Ich bin wirklich ein laufender Anzug! Und er ist auch unsichtbar, oh mein Gott! Okay, warte, du kannst auch unsichtbar werden, glaube ich! Oh, tada! Und? Wo ist denn der andere Direktor? Da sehe ich ihn! Wo ist der Tano? Mach ihn unsichtbar! Mach ihn unsichtbar! Und? Au! Hey, wir sind einfach verzaubert. Was ist das denn? Aber hey, wir bekommen Damage. Das ist doch kein... Das ist hier nicht... Unsere Gäste. Unsere Gäste nicht. Nein. Oh, um Gottes Willen. Hey. Glaub, die Show ist zu Ende. Die Show ist zu Ende. Das war's mit dem Magier und dem kopflosen Anzug. Er hilft dir weiter. Das ist ein Hilfe. Danke, auch für den Quatsch. Okay, vielen Dank dafür, Herr Magier. Ja, was man mit Magie und Zauberei wohl alles machen kann. Nun gut, wer weiß, wie lange ich jetzt hier der kopflose Anzug bleiben werde und du, ja. Naja, das bleibt eine große Frage. Ich weiß. Okay, ich hoffe, unser erster Künstler, unsere erste Vorstellung an diesem Abend hat Ihnen auf jeden Fall gefallen. Gucken wir mal, wer jetzt kommen würde. Oh, ich weiß, wer jetzt kommt. Also Leute, bitte einmal die Augen nach oben machen. Wir müssen ganz schnell nochmal kurz ein paar Trampoline holen, Epic. Die braucht sie nämlich für die Show, außer die nimmt sie selber. Okay, unsere liebste Akrobatin, die Betty wird gleich kommen. Daisy. Oh, okay, ich glaube, sie braucht uns nicht heute. Wir moderieren natürlich von der Seite weiter. Und ja, schau mal, wie gut sie das macht. Wow, sie kann sich drehen, sie kann balancieren, sie kann sich hinlegen. Das ist nicht sogar schlecht. Drauf sitzen? Was ist denn da los? Sie ist richtig krass begabt. Hallo, da bist du wieder. Und wieder zu... Oh, bin ich sichtbar? Nice. Geht wieder zurück. Oh, das macht sie richtig gut. Das macht sie richtig krass gut. Guck mal, wie schnell sie auch vor allen Dingen was ist. Was hat sie denn jetzt vor? Oh, sie wird springen. Und yay! Wie oh, wie cool das aussieht. Oh, okay. Aber gar kein Problem. Nein, gar kein Problem. Und wieder ab aufs Trapez. Sie ist ein Frosch. Oh, sie ist wirklich ein Frosch. Und schafft sie es hoch? Oh, ja, okay. Oh, sie baut sich jetzt hier ein XXL-Trampolin. Oh, stimmt. Wow. Was machst du da los? Okay, mal gucken, wo sie hinspringen wird. Vielleicht kann sie drüber springen, weißt du? Über den... Das kann sein. Über die Leine ich glaub, sozusagen. Das hat sie vor. Warte okay, mal gucken, ob sie es schaffen wird. Oh. Und... Yay! 10 Punkte, wundervoll! Und was hat sie denn jetzt? Ich weiß nicht. Warten. Und sie macht sogar... Also, das ist heftig. Wow. Guck mal, und von rechts nach unten. Und aus Trampolin. Hier rum. Das sieht so krass aus. Das stimmt. Oh, guck cool. mal. Das kann sie richtig, richtig gut. Das macht sie richtig, und richtig sie heftig. Auf dem Seil gelandet. Sie macht einfach kleine Kugeln und alles. Oh, sieht so cool aus. Also, Betty ist wirklich eine krasse Akrobatin. Ich würde sagen, wir applaudieren auch hier mal für die Betty. Ja. Hast du super gemacht und damit auch einen super Auftritt hingelegt. 10 out of 10, wirklich. Und ich glaube, du bist fertig, oder? Danke, sie bedankt sich. Sehr gut. Das heißt, wir gehen natürlich hier einmal ganz kurz wegräumen, machen eine kleine Pause und dann geht es schon weiter mit unserem Zirkusclown. Und nach der kleinen Pause geht's weiter, wie angekündigt, mit unserem Zirkusclown. Okay, ich hoffe, du bringst das Publikum und uns natürlich zu lachen. Leute, einmal Applaus für unseren Zirkusclown. Woo, Hallöchen. Okay, ihr seht schon die verschiedenen Gesichter. Wir hoffen, ich bin lustig auf eine geniale Show. Ja, wir gucken mal. Nein, Spaß. Ich heiße Clown. Oh, wow. Oh. Okay, fangen wir an mit der Show. Oder das ist schon die Show. Oh Gott. Ich glaube, er hat nichts geplant. Epic, kann das sein? Was ist groß und kann nicht fliegen? Bitte sag nicht mich. Bitte sag nicht ich. Bitte sag nicht ich. Bitte sag nicht ich oder der Clown oder irgendwas. Epic! Was war das denn? Keiner lacht.
Das stimmt. Oh nein. Oh nein, nicht, dass er gleich seine Clownsfische rausholt oder so und am Ende die zeigt. Ja, okay, was hat der Clown noch zu bieten? Was ist flutschig? Oh nein, ein Clownsfisch. Clownsfische! Die gucken mich an. Die finden das gar nicht lustig, Epic. Wegen Clown. Versteht ihr? Ja, okay, das war's auch schon mit dem Clown hier an der Stelle. Einen riesengroßen Applaus für seine Arbeit. Das hast du gut gemacht. Ich glaube, das ist nicht deren Humor. Ich bin nicht fertig. Okay, er ist nicht fertig. Na gut, dann mach euch weiter. Wie viele Clowns passen in ein Auto? Eine gute Frage. Was denkt ihr, wie viele... Epic, die schauen mich an, als wären die sauer auf mich. Fertig, schau! Das war ja interessant. Okay, er hat definitiv nichts geplant. Und keiner hat gelacht. So, das war unser Clown. Der hat heute anscheinend keinen Clown zum Frühstück auch gehabt oder wie man das auch sagt. Nun gut, aber Leute, Weltpremiere an unserem Premiere-Tag hier. Wir werden euch heute nämlich einen ganz neuen Künstler vorstellen, der das zum ersten Mal hier bei uns macht. Und zwar unseren Kanonenkünstler. Und hiermit werden wir schauen, wie krass es sein wird. Ich glaube, er wird ein bisschen Vorbereitungszeit brauchen, aber wir werden heute einen extremen Sprung sehen. Ich bin so gespannt. Und es ist ein bisschen Zeit vergangen. Also die Vorbereitungsphase hat ein bisschen länger gedauert. Fertig. Okay, wir werden heute, ich hoffe es passt, wir haben auf jeden Fall das Seil weggemacht. Wir haben oben eine kleine Luke reingebaut. Und, oh mein Gott, wenn das jetzt funktioniert. Ich hoffe es funktioniert und keiner... Wow, es hat einfach funktioniert. Wie gut ist das denn? Er ist leider nur hängen geblieben. Oh, wie cool. Und ab nach oben. Komm, das schaffst du, das schaffst du. Wow, das ist ja richtig nice. Tatsächlich, der fliegt richtig, richtig weit hoch. Ich glaube, er will einmal rausfliegen. Kann es sein? Oh nein, da hinten. Ich glaube, er kommt da nicht so ganz raus. Ja, ich glaube auch nicht. Oh nein. Hey, was macht er da? Oh, er hat zweimal das gemacht. Ist das gut? Oh. Wow. Hey, langsam. Nicht, dass du irgendwas hier kaputt machst, ne? Ich glaube, vielleicht können wir das hier noch ein bisschen... Oh, ich glaube, er baut es schon selber ab. Okay. Mal gucken, was das wird. Und er ist fertig. Soll ich drücken? Soll ich drücken? Und komm. Du schaffst es raus. Oh. Wow. Sehr gut. Und alle finden es richtig nice. Wo ist er hin? Oh, da ist er. Und... Oh Gott, nein. Epic? Zirkus. Oh mein Gott, das sieht hier schrecklich aus. Ich bin überall hingeflogen. Ich weiß es nicht. Das ist ein absoluter Albtraum. Okay, wir haften für keine Sachen. Vielen Dank für die... Das gehört alles zur Show. Was macht er denn da? Du darfst doch nicht hier weiter was machen. Epic, geh da ja weg. Wenn der dir wieder wehtut, wir sollten... Er ist fertig. Die Show beenden. Fertig. Alles klärchen. Gut, dann sollten wir vielleicht mal gucken, dass wir hier die Leute rausbringen. Das ist so seltsam. Vielen Dank für die, fürs Kommen. Wir wünschen einen schönen Abreisetag, Nacht und war sehr nett mit euch hier. Yay! Okay, alle Gäste sind weg. Ja, die Direktoren. Die Tribüne ist kaputt. Wir haben hier riesige Löcher in unserem Leute, Zirkus. Das Zirkuszelt. Das sieht nicht gut aus. Vor allem, du, was hast du denn dir dabei gedacht? Das tut mir leid. Ich wollte nur, dass die Leute was zum Staunen haben. Du hast ein bisschen übertrieben, aber ich hoffe, wir bekommen das schon hin. Magie hat das super gemacht. Die Akrobatin war richtig gut. Und Clown, also ich fand die Show super, sagt er. Na gut. Naja, morgen haben wir unsere nächste Show. Das heißt, morgen muss das Zelt wieder stehen. Ich hoffe, da läuft alles ein bisschen besser. Aber ansonsten, für die erste Premiere war es ja ganz in Ordnung, oder? Ja. Es ist explosiv gewesen anscheinend. Das stimmt. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.